Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir alle kennen ja den RPG-Maker MV-Regen. Und wenn ihr mich fragt, der ist ein bisschen langweilig. Wir alle haben ihn wahrscheinlich schon gesehen in jedem RPG-Maker MV-Game, beziehungsweise auch im RPG-Maker MZ-Games. Und es wird mal ein bisschen Zeit für ein bisschen frischen Wind. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute ein Tutorial, wie man seinen eigenen Regen erstellt. Viel Spaß mit diesem Video und Intro los! Als erstes brauchen wir zwei Bilddateien. Das eine Bild sollte so groß sein wie eure Game-Auflösung. Bei dem anderen Bild habe ich ein Template mit 48x48 Pixel. Das entspricht der Kachelgröße des MVs. Im Prinzip könnt ihr auch eine andere Kachelgröße benutzen, da das Bild am Ende nicht an den Kacheln gebunden ist. Wir öffnen das gekachelte Bild mit Paint oder mit einem Pixelprogramm eurer Wahl. Dort suche ich mir einen Kachel aus und füge 3 oder 4 diagonale Streifen hinzu. Als Sicherheit mache ich davon eine Kopie und füge es irgendwo ein. Dann fange ich an, die random diagonalen Linien mit einem Stift zu trennen, damit unterschiedliche Linien entstehen. Zusätzlich füge ich hier und da noch kleinere Striche ein. Das Muster könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch dickere Streifen erstellen, je nachdem wie stark am Ende euer Regen aussehen soll. Ihr könnt nach Herzenslust verschiedene Sachen ausprobieren. Solltet ihr fertig sein, kopieren wir die Kachel 3-mal auf die daneben liegende Kacheln. Achtet darauf, dass die unterschiedlichen Farben der Kacheln erhalten bleiben. Jetzt, da wir 4 Kacheln mit Streifen haben, kopiere ich einmal die kompletten 4 Kacheln und füge sie wieder ein und lege sie daneben. Jetzt müssen wir die Streifen um ein paar Pixel verschieben. Achtet darauf, dass ihr die Kacheln genau diagonal versetzt. Dabei gehe ich 6 Pixel weiter nach rechts und 6 Pixel weiter nach unten. Jetzt kopieren wir es nochmal. Diesmal versetze ich die Pixel um 12 Pixel nach unten und 12 Pixel nach rechts. Jetzt haben wir 3 Kopien, die jeweils versetzt sind. Dadurch haben wir unsere Regenanimation. Solltet ihr mehr Bilder haben wollen, könnt ihr auch mehr solcher Kacheln erstellen und sie versetzen. Damit bekommt ihr eine flüssigere Animation hin. Aber für dieses Tutorial belassen wir es bei 3 Bilder. Speichert nun alles ab und jetzt gehen wir zu der Datei, die so groß ist wie eure Game-Auflösung. Kopiert diese Datei 3-mal und benennt sie in Regen 1 bis 3. Öffnet nun alle Bilder mit GIMP. Erstellt nun bei Regen 1 eine neue leere Ebene. Geht zurück zu euren Kacheln. Dort kopiere ich den ersten Kachel, den wir erstellt haben. Achtet darauf, dass ihr von den 4 Kacheln den unteren rechten kopiert. Fügt diesen Kachel nun in GIMP ein. Fügt ihn genau oben links ein. Kopiert ihn wieder und fügt ihn daneben ein. Nochmal kopieren und wieder einfügen. Das macht ihr so lang, bis das Bild voll ist. Öffnet nun Regen 2 und wiederholt diesen Schritt. Kopiert von Paint den zweiten erstellten Kachel, wieder den unteren rechten und füllt das Bild damit. Macht das ebenso mit dem dritten Bild. Solltet ihr fertig sein, könnt ihr schon eine leichte Animation sehen, wenn ihr die Bilder 1 bis 3 durchgeht. Sollte es so aussehen, habt ihr bis hierhin alles richtig gemacht. Jetzt kommen wir zu den Filtern. Achtet im folgenden Verlauf darauf, dass ihr jeden Filter immer auf alle 3 Bilder gleichzeitig anwendet, da ansonsten die Animation unterschiedlich aussehen würde. Als allererstes löschen wir von allen 3 Bildern die Hintergrundfarbe. Das machen wir, indem wir das Farbauswahltool benutzen.
Er stellt eine neue Ebene darunter und füllt diese damit mit einer Farbfläche. Das wird am Ende wieder gelöscht. Es dient nur dazu, dass ihr die Effekte später besser sehen könnt. Zuerst benutze ich einen Weichzeichner mit der Stärke von 5. Stellt sicher, dass ihr auf der richtigen Ebene seid und klickt auf OK. Das machen wir jetzt mit allen drei Bildern. Geht dazu einfach auf Werkzeug und Weichzeichner wiederholen. Dann habt ihr überall den gleichen Effekt. Als nächstes benutze ich den Radiergummi mit der Deckkraft von 25 und schwäche die Ränder ein wenig ab. Das mache ich bei allen drei Bildern. Macht euch nicht so viele Sorgen, dass es nicht exakt gleich aussieht, da man es eh kaum erkennen wird und es später zu einem guten Effekt führt, wenn der Regen mal mehr und mal weniger zu sehen ist. Jetzt duplizieren wir unsere Regentropfen bei allen drei Bildern. Bei dieser neuen Ebene fügen wir den Filter Zacken hinzu. Hier könnt ihr ein bisschen mit den Werten rumspielen und schauen, was passiert. Danach haben wir so einen Effekt, der ein bisschen an Regentropfen erinnert. Das machen wir wieder bei allen drei Bildern. Die Deckkraft der Ebene stelle ich noch auf ungefähr 50%. Jetzt erstelle ich noch große diagonale Striche und füge sie auf einer neuen Ebene in GIMP ein. Ich füge noch überall einen Weichzeichner ein und radiere leicht mit dem Radiergummi ein paar Stellen weg, damit der Regen unterschiedlich aussieht. Die Deckkraft stelle ich noch auf ca. 75%. Jetzt kopiere ich die Ebene und füge sie beim zweiten Bild ein. Die Tropfen werden noch diagonal nach unten versetzt. Jetzt füge ich sie nochmal ein und versetze sie diagonal nach oben, so dass es so aussieht, als würde vom oberen Bildende weitere Streifen nachrutschen. Diesen Schritt wiederhole ich bei Bild 3. Achtet darauf, dass es so aussieht, als würde der Regen diagonal nach unten wandern. So, das war es auch schon. Löschen wir noch die Farbebene und exportieren die drei Bilder. Fügt sie in Pictures ein und im RPG Maker erstellen wir jetzt einen Parallelprozess. In diesem Parallelprozess werden alle drei Bilder nacheinander angezeigt. Macht dazwischen noch ein 10 oder 15 Frames warten. Danach könnt ihr euer Projekt starten und euer Regen anschauen. Diese Animation könnt ihr auch mit mehreren Bildern machen, um eine flüssigere Animation hinzubekommen. Jo, das war's jetzt mal wieder mit diesem Tutorial. Ihr müsst dieses Tutorial nicht 1:1 nachbauen. Ihr könnt auch ein bisschen individuell damit arbeiten und damit euer eigenen Regen gestalten. Falls ihr die drei Bilddateien braucht, die in diesem Tutorial vorkommen, die ich erstellt habe und ihr das in eurem Projekt auch benutzen wollt, könnt ihr es in der Videobeschreibung unten runterladen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, bei Fragen in die Kommentare und abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt. Bis dahin, Tschüssikowski!